Hey Leute, ich bin's wieder, eure Mia. Ich begrüße euch zum zweiten Teil der Workout-Serie. Heute zu einer anderen Koordinationsübung. Was ihr dazu braucht, ist jeweils einen Ball und ein geklebtes Kreuz, was ihr mit Klebeband machen könnt oder mit Seilen legen könnt. Und wenn ihr das habt, können wir starten. Bei unserer ersten Übung starten wir ganz einfach. Wir brauchen erstmal zwei Kästchen, einmal links und einmal rechts. Wir fangen an mit rechts, links, beide. 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 Das wollen wir jetzt noch ein bisschen schneller machen. Rechts, links, beide. 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 Bei der nächsten Übung brauchen wir wieder beide Kästchen links und rechts. Und in jedem Kästchen machen wir jeweils drei Schritte hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann immer schneller werden. Bei der nächsten Übung benutzen wir alle vier Bereiche. Wir springen jetzt erst zurück. Rechts, links, beide. Dann nach vorne. Und wieder. Rechts, links, beide. Zurückspringen. Und das Ganze wieder von vorne. Rechts, links, beide. Und jetzt ein bisschen schneller. Jetzt habe ich mich vertanzt. Bei der nächsten Übung nutzen wir den mittleren Streifen. Wir springen jeweils mit einem Ball zweimal drauf und landen beidbeinig daneben. Rechts, rechts, beidbeinig, links, links, beidbeinig, rechts, rechts, beidbeinig, links, links, beidbeinig. Und das Ganze ein bisschen schneller. Bei der nächsten Übung nutzen wir wieder die zwei hinteren Felder. Für das linke Feld brauchen wir drei Schritte und für das rechte Feld ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das gleiche auf der anderen Seite. Das gleiche Prinzip machen wir jetzt nochmal, bloß dass wir hinten überkreuzen. 1, 2, 3, zack! Und das gleiche auf der anderen Seite. Okay. Bei der nächsten Übung brauchen wir das gesamte Feld. Wir fangen an mit dem linken Fuß diagonal. Links, rechts zurück, das linke dazu setzen. Dann wieder diagonal rechts, das linke Fuß zurück und dann wieder dazu setzen. Links, zurück, rechts vor, zurück, links, zurück, rechts, zurück, links, zurück. Und das jetzt noch ein bisschen schneller. Rechts zurück, links zurück, rechts zurück, links zurück. Rechts zurück, links zurück. Ah, hier reicht. Gut, weiter geht's mit der eigentlich gleichen Übung.
bloß dass wir die Füße diagonal setzen. Wir fangen mit dem rechten Bein an, dass wir links diagonal nach vorne setzen und wieder zurück. Das gleiche links und wieder zurück. Rechts, zurück. Links, zurück. Okay, für die nächste Übung brauchen wir wieder das gesamte Feld. Es geht als erst diagonal mit dem rechten Fuß, rechts, das linke zieht hinterher. Dann zurück mit dem rechten, das linke zieht wieder hinterher. Dann diagonal mit dem linken, das rechte zieht hinterher. Mit dem linken nach hinten, das rechte zieht wieder her. Und das so schnell wie ihr könnt. Also rechts, zurück, links, zurück, rechts, zurück, links, zurück. Und das ein bisschen schneller. Bei der nächsten Übung brauchen wir wieder das gesamte Feld. Es gibt 8 Schritte. Den ersten Schritt setzen wir vorne mit dem linken Bein. Dann kommt das rechte diagonal, 2. Das linke daneben, 3, 4. Dann der 5. Schritt hinter, 1. Wieder diagonal, 2, 3, 4. Und das gleiche von vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das alles jetzt etwas schneller. 1, 2, 3, 4. 1. Reicht doch, oder? Im nächsten Schritt müssen wir mit beiden Füßen gleichzeitig springen, aber jeweils in 2 unterschiedlichen Kästchen. Wir springen rein, dann drehen wir uns, springen zurück. Drehen wir uns, springen zurück. Und das die ganze Zeit. Und das nochmal schneller. Bei der nächsten Übung brauchen wir wieder die Übung von Anfang mit dem rechts-links beide. Und jedes Mal, wenn du mit deinem rechten Bein aufkommst, musst du auch auf den rechten Oberschenkel klatschen. Und das gleiche geht auch bei dem linken. Und wenn du mit beiden aufkommst, musst du nichts machen. Also, rechts, links, nichts. Rechts, links, nichts. Rechts, links, nichts. Rechts, links, nichts. Ihr könnt ein bisschen schneller machen, aber doch eher auf Kontrolle. Bei der nächsten Übung bleibt der Rhythmus gleich, bloß dass wir auf den Oberschenkel klatschen, der in der Luft ist. Also, so. Bei der nächsten Übung bleibt das System gleich, bloß dass wir alle 4 Felder mit einbauen. Und wenn wir mit beiden Beinen landen, klatschen wir in die Hände. Das heißt, rechts, links, klatsch. Jetzt gehen wir nach vorne, auch klatschen. Rechts, links, klatsch. Zurück, rechts, links, klatsch. Nach vorne, rechts, links, klatsch. Zurück. Und das etwas schneller, wenn es geht. Okay, bei der nächsten Übung bleibt die Sprungfolge gleich. Dennoch machen wir was anderes mit den Händen. Hinten klatschen wir immer auf den Oberschenkel, der oben ist. Also rechts, links, klatschen.
Wenn wir vorspringen, klatschen wir. Wenn es jetzt nach rechts geht, fassen wir uns an das rechte Ohrläppchen und wenn es dann nach links geht, ans linke. Also, rechts, links, klatschen. Klatschen. Rechts, links, klatschen. Klatschen. Rechts, links, klatschen. Klatschen. Bei der nächsten Übung ist die Sprungfolge wie von vorhin, dass wir 1-1 doppelt machen und dazu kommen Armbewegungen dazu. Bei der ersten 1 klatschen wir, dann nochmal fassen wir unsere linke Schulter an und wenn es rausgeht, die rechte. Dann gehen wir so, so, so. Okay, noch einmal. Okay, Mann, jetzt konzentrier dich. Bei der nächsten Übung wird es etwas anstrengend. Wir haben die Ausgangsform, dass wir auf den Bauch kreisen und mit der anderen Hand auf die Schulter klopfen. Währenddessen fangen wir mit den Füßen an, dass der linke Fuß nach vorne geht, der rechte zurück, der linke zieht nach. Dann diagonal mit dem rechten, links nach hinten, rechts zieht nach. Links diagonal, rechts und dann diagonal zurück. Okay, und das kombinieren wir jetzt mit dem, was ich davor gezeigt habe. Also Bauchkreisen, auf die Schulter klatschen. Bei der nächsten Übung brauchen wir jetzt den Volleyball dazu. Wir begeben uns auf die rechte Seite und dann machen wir wieder die mit dem Tippelschritt und eins nach raus. Also tippen, raus, tippen, raus. Und während wir das machen, prellen wir auf der rechten Seite den Ball. Und dabei immer schneller werden, aber den Fokus auch auf den Ball lassen. Dann wechseln wir auf die andere Seite. Wir fangen erstmal langsam an. Und wenn wir dann mehr Kontrolle haben, wird es schneller. Prinzipiell bleibt bei der nächsten Übung der Ablauf gleich, bloß dass wir das Bein hinter uns kreuzen werden. Und den Ball werden wir dann auf der Seite, wo das Bein hervorkommt, hochwerfen. Und dann wechseln wir die Seite. Erstmal langsam anfangen und dann schneller werden. Bei der nächsten Übung benötigen wir immer noch den Volleyball. Die Schrittfolge ist wie folgt. Wir gehen diagonal mit dem rechten Bein. Ziehen das linke Bein zurück, mit dem rechten Bein gehen wir auch zurück. Dann das linke Bein diagonal, das rechte Bein zurück, das linke Bein zurück. Und das die ganze Zeit. Und währenddessen kreisen wir mit dem Ball um unseren Körper. Bei der nächsten Übung brauchen wir wieder den Ball und alle vier Kästchen. Wir versuchen nach vorne, zwei, zurück, eins, zwei, drei. Da
dann diagonal vorne, 1, 2, zurück, 1, 2, 3. Dann wieder diagonal und zurück. Und währenddessen versuchen wir den Ball eine Umdrehung und dann wieder in die andere zu machen. Das heißt, vor, 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 vor. Nein! Okay, kommen wir zum nächsten. Ihr seht, es ist nicht so einfach, aber verzweifelt nicht, wenn es nicht geht, einfach den Ball komplett um die eigene Achse drehen und das reicht völlig aus. Bei der nächsten Ballübung benötigen wir wieder die Schrittkombination von vorhin. 1, 2, beidbeinig, 1, 2, beidbeinig. Und während wir springen, brennen wir den Ball auf der Seite, wo das Bein springt und bei beidbeinig den Ball mit beiden Händen auf dem Boden. Okay, bei der nächsten Übung tauschen wir die beiden Seiten. Das heißt, wenn das linke Bein springt, prellen wir mit dem rechten Arm. Okay, reicht, oder? Bei der nächsten Übung starten wir mit der Kombination wieder. Eins vorne, beide zurück. Eins vorne, beide zurück. Eins vorne, beide zurück. Und währenddessen prellen wir den Arm auf den Unterarm. Das ist schwer. Okay, das ist schwer. Reicht? Und das gleiche auf der anderen Seite. Okay, reicht. Ich krieg's nicht besser hin. Bei der nächsten Übung kommt das Pritschen dazu. Die Kombination mit dem Kreuzen hatten wir schon gemacht. Das heißt, erstens diagonal vor, zurück. Diagonal vor, zurück. Diagonal vor, zurück. Und das Ganze während wir pritschen. Also Leute, das war unser zweites Workout. Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ich danke euch fürs Mitmachen. Folgt uns gerne auf Facebook, YouTube und Instagram. Vergesst nicht, nächste Woche Mittwoch fangen wir dann mit unserem allerletzten, das dritte Workout an. Bis dahin, macht's gut, haltet durch und wir sehen uns. Ciao!